Jo. Jo, wie weit bist du? Ich bin hier gerade, ja, sag ich du. Ich komme schon 5 Minuten später. Wir drei, vielleicht bist du genau da, wo wir auch sind. Einen Tag ohne Auftrag kennt er nicht. Sebastian Hünnekens ist auf dem Weg nach Wahren-Müritz. Er wird immer dann gerufen, wenn es irgendwo einen Wasserschaden gibt. Bis spät in die Nacht war er auf einer Baustelle an der Ostsee. Ein Rohrbruch in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und bei seinem Kunden heute muss er die Ursache für die Misere erst noch finden. Da geht es so ein bisschen um Feuchtigkeitsprobleme bei einem sehr hochwertig gebauten Haus. Und da müssen wir jetzt einfach nochmal rausfinden, wodurch der Fehler entstanden ist. Also, oder wir wissen, dass es eindringendes Wasser ist, weil wir eine Isotopenuntersuchung gemacht haben. Das heißt, wir haben die DNA vom Wasser bestimmen lassen durch einen Labor. Hydrodetekt in München, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann sind eben die Gewerke dabei, wo man dann nochmal guckt und sagt, okay, wer hätte was eigentlich machen sollen? Warum ist das und das nicht ausgeführt worden? Warum haben wir an der Stelle eine andere Ausführung als in der Planung? Das ist das Haus links. Durch die hochökologische Bauweise ein Hingucker in der Nachbarschaft. Drei Apartments, drei Saunen und ein Loungebereich auf 340 Quadratmetern. Der Architekt kommt gerade. Und irgendwo eine Leckage, die er nun finden muss. Er gehört ebenfalls zum Team der Trocknungsprofis. Johannes Kado ist darauf spezialisiert, Leckagen zu finden. Was brauchst du noch raus, Johannes? Dass wir gleich. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen unter der einen Spüle auf, wo wir es gesehen haben. Ja. Und gucken mit der Endoskopkamera rein. Gut. Vermieten konnten Birte und Thorsten Klöpper ihr XXL-Ferienhaus noch keinen einzigen Tag. Nun setzen sie alle Hoffnungen auf Sebastian Hünnekens und seinen Kollegen. Ich gucke und du machst. Vor ein paar Tagen haben sie die Feuchtigkeit im Haus gemessen und konnten zumindest eingrenzen, wo sie heute suchen müssen. Das bewegt sich hier in dem Bereich ziemlich stark. Über die Fenster kommt nichts. Es hat hier eine andere Ursache, ne? Und das Grundstück außen drumherum war beim letzten Ortstermin extrem nass. Und der Grundwasserspiegel auch so hoch, dass man sagt, das ist eigentlich fast mit dem Estrich hier gleich. Und dann, wenn dann irgendwo in der Abdichtung irgendwo ein kleines Loch ist, dann drückt es auch rein. Gerade als die Bauarbeiten am Haus abgeschlossen waren, stellten Thorsten Klöpper und seine Frau nach einem Starkregen die aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden fest. An verschiedenen Stellen im Haus. Jetzt hofft er, dass die Profis schnell die Ursache finden, um ein Durchfaulen der Baustoffe und Schimmel zu verhindern. Den Schaden für ihn so gering wie möglich zu halten. So, die Kamera habe ich vorbereitet, kannst gerne schon reingucken. Ja. Soweit ich reinkomme, erstmal fühlt es sich trocken an. Ne? In den meisten Fällen finden Sie die Leckage schnell mit Ihrer Endoskopkamera. Ja, aber es ist zu trocken eigentlich. Eigentlich hätten wir gehofft, dass wir mehr Feuchtigkeit sehen hier. An der Stelle. Heute aber nicht. Man sieht hier so nichts, ne? Noch ist Eigentümer Thorsten Klöpper die Ruhe selbst. Er weiß noch nicht, welch ungeahntes Ausmaß der Einsatz der Leckageorte heute noch annimmt. Also vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht, ne? Ja, das muss man so sehen, ne? Nein, Sie haben schon recht, das ist natürlich, es ist gerade alles fertig gewesen. Und es ist ja auch ein Aufwand, dass jetzt alles, meine Frau hat ja auch selber hier praktisch, also ist mir alles gereinigt, alles eingerichtet. Das ist natürlich auch psychisch schon schwer zu verarbeiten, ganz ehrlich, also besonders für mich. Also, das ist so mein Kind geworden. Der Ärger immens. Das Ökohaus schließlich aufwendig geplant und auf Lehmboden gebaut. Aber wie sich herausstellt, kann das Wasser einfach nicht schnell genug auf dem Grundstück versickern. Doch wo genau es reindrückt, das weiß Leckageorter Sebastian Hünnekens auch nach 2 Stunden noch nicht. Nee, dazwischen, also nach dahin ist trockener, aber nach dahin, also in die Richtung ist es feucht. Und plötzlich, im Apartment nebenan, wird Kollege Johannes fündig. Aber wir haben ja mindestens 2 Zentimeter Spalt zwischen Betonplatte und locker. Ja, und da sprudelt es dann schön rein. Aber guck mal, der. Das ist auch alles nass da. Ja. Hast gesehen, ne, wie ich Wasser mit dem Kamerakopf mit hochgezogen habe?
Ja. Aber das ist ja schon auch ein großes Loch. Ja. Die Abdichtung hat ein Loch. Um das, die Bodenplattenabdichtung. Die Bodenplattenabdichtung an das KG-Rohr, was hochkommt, da ist richtig so ein Loch. Und dann, wenn man reinfährt da durch das Loch, dann sieht man auch richtig Feuchtigkeit, der Sand ist nass. Also ist nicht richtig angedichtet? Nee. Küche muss dann weg. Die Wand öffnen. Die Wand öffnen, Fußboden öffnen. Da haben wir wahrscheinlich auch keine Fußbodenheizungsschlange bis unter die Küche gezogen. Ein erheblicher Aufwand. Doch bevor Sie aus der Küche einen Schweizer Käse machen, kontrollieren Sie alles noch einmal. Sie wollen sicherstellen, dass wirklich eine fehlende Abdichtung um die Rohrdurchführung die Ursache für den Wasserschaden ist. Wie kommt ihr auf Wasserleitung jetzt? Das schwarze Rohr. Aber ist das ein schwarzes Rohr? Das ist doch kein grünes Rohr. Das ist doch ein schwarzes. Das ist ein schwarzes. Ich habe keinen KG 2000 gesehen. Also, wenn es ein schwarzes Rohr ist, wo kommt dieses schwarze Rohr her? Wer hat dieses schwarze Rohr gesetzt? Die Farbe des Rohres beweist, dass jemand nachträglich an der Abdichtung der Betonplatte war, durch die nun das Regenwasser hochdrückt. Wir haben Bilder von der Bodenplatte, wo Rohre durchkommen, die sind grün. Wenn wir jetzt hier ein grünes Rohr gehabt hätten, hätten wir ganz klar sagen können, okay, pass auf, ist bei der Abdichtung, dann wissen wir. Jetzt haben wir aber die Abdichtung defekt, aber haben ein schwarzes Rohr, was eigentlich da nicht hätte sein sollen. Also ist jetzt die Frage, wer hat es denn dahin gemacht? Also, wie kommt das schwarze Rohr in das nicht vorhandene grüne Rohr? Ich suche immer noch mal Videos oder Fotos. Zwar haben sie die Schadensursache gefunden, doch Leckageorter Johannes sucht immer noch nach dem grünen Rohr. Detektivarbeit. Und er wird fündig. Aber erst nach 90 Grad kriegen, ne? Erst unter der Sohlplatte, richtig. Also das erklärt sich mir gar nicht. Zu viel Wasser auf dem Grundstück und nun noch eine fehlende Abdichtung. Zu viel für die Hausbesitzer. Das Entfernen und das Neu-Einbringen, egal welches, das ist nicht das Thema. Aber die Abdichtungsebene, die fehlt halt. Für die Klöppers bedeutet das keine schnelle Lösung. Boah, wenn wir jetzt alle 13 Durchführungen offen machen müssen. Wir müssen alles einmal trocknen, weil man muss davon ausgehen, dass überall Feuchtigkeit reingelaufen ist dann. Dann bist du bei 320 Quadratmeter. Dann hast du vielleicht, wenn du Pech hast, durch Schimmelbildung noch einen Teilrückbau. Genau, also sind wir... Dann hast du die Folgekosten, wenn du ans Bad ran musst, hast du dann noch mehr. Dann hast du eine Badsanierung, dann hast du einen Ausfall. Ja. Also summa summarum schätze ich mal, das ist auf eine sechsstellige Summe eine gute. Ja. Heißt, dass die Klöppers auch in den kommenden Monaten nicht vermieten können. Da kann man schon ein bisschen Tempo aufbauen. Also wenn jeder pomadig wartet, bis der andere reagiert, dann fließt viel Wasser die Müritz runter. Ne? Das. Definitiv. Jede weitere Verzögerung ist auch gar nicht hinnehmbar. Nein. Also da muss wirklich... Okay, wir müssen jetzt zwar ist die Enttäuschung bei den Hausbesitzern groß. Vielen Dank. Ja, das wird schon an mir. Letztlich sind sie den Leckageortern aber dankbar. Ihr Fall ist nun etwas für die Versicherungen. Und sie hoffen, dass diese schnell entscheiden und es nicht zu einem Rechtsstreit kommt. Hildebrandshagen bei Stralsund. Das alte Gutshaus ist Firmensitz der Trocknungsprofis und zu Hause von Sebastian Hünnekens und seiner Familie. Hannes, lass ihn doch rückwärts fahren, aber will er nicht, ne? Das wird nix! Warum fährt er nicht rückwärts? 2013 haben sie das Anwesen gekauft. Weder Vater Bernhard, ein ehemaliger Jurist, noch Sebastian Hünnekens selbst kommen ursprünglich aus der Branche. Ein Rohrbruch im Gutshaus hat alles verändert. Nach einer mangelhaften Trocknung entschied sich der heute 49-Jährige, der eigentlich aus dem Hallenbau kommt, für einen Branchenwechsel. Moin. 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 Geht ihr rein oder was? Inzwischen beschäftigt er 50 Mitarbeiter. Darunter Maler, Fliesenleger, Dachdecker, Zimmerleute und Tischler. Das ist vor allem dann ein Vorteil, wenn es um die Sanierung von großen Schäden geht. In Hotels oder Krankenhäusern. Denn gerade Handwerker sind häufig Monate vorher ausgebucht. Genau. Findet ganz normal statt. Du wolltest mit Zucker, wer wollte sonst noch? Einmal in der Woche gehen sie ihre Projekte durch. Holen Material wie Türen und Bodenbelege für die kommenden Tage. Wir haben im Prinzip alle ein iPad und alle
Infos kommen digital, das heißt kein Papier mehr, sondern alle Arbeitsaufträge, Nachträge, Angebote haben die soweit, auch wenn die jetzt Bilder machen, weil irgendwas abgenommen ist, also die Abnahme beim Kunden oder es ist irgendwas, was die mehr sehen, machen die Bilder mit dem iPad und das ist dann sofort da. Gerade in der Besprechung. Schick mir mal ein Bild. Schick mir mal eben ein Bild. Ich muss es einmal sehen. Jo, danke. Zu oft. Darum habe ich auch immer ein Headset dabei. Die Aufträge für Sanierungs- und Trocknungsarbeiten nehmen jährlich zu. 645 Einsätze waren es im vergangenen Jahr. 100 mehr als im Vorjahr. Und jeder zweite Auftrag ist eine Leckortung, bei der Sie nie wissen, was zum Vorschein kommt. Da haben wir in einem Spülkasten noch aktive Abhörtechnik gefunden. Da war das Mikro wirklich hinter der Rückergarnitur vom Spülkasten eingelassen. Schön mit Elektroanschluss, also war alles schön drin verbaut. Hinten sieht man schön die Platine, Klinkenstecker. Ist auch schon länger drin, ein bisschen Spinnennetze davor, aber war noch voll funktionsfähig. Das sind natürlich auch Sachen, die, ja, die nicht der Nachbar einbaut, sagen wir es mal so. Und alle anderen Sachen, die man dann auch hat, wenn dann, ich sage jetzt mal, in einem Hotel 9 Zimmer mit Fäkalien geflutet sind und das tropft morgens ins Schwimmbad runter und die Haustechnik will das Schwimmbad aufmachen und es tropft von der Decke so in den Pool runter und verteilt sich schön. Ne? Sind da auch so, wo man sagt, schöne Scheiße. Tja, zu beneiden sind ihre Kunden nie. Täglich geht es für die Trocknungsprofis über Land. Ihre Kunden kommen aus dem Umkreis von 150 Kilometern. Für Leckorter Johannes Cardo beginnt der Arbeitstag jeden Morgen halb acht. Moin. Guten Morgen. In Katzenoberstralsund hat er heute seinen ersten Einsatz. Ein Wasserschaden bei Familie Demski. Wir haben es jetzt seit Sonntag festgestellt. Seit Sonntag. Und wie lange das nur ist, das wissen wir auch nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz schön nass. Okay, was haben wir denn da nebenan? Das ist ein Bad. Bad. Wasser haben Sie schon an? Er ist an. Die Suche nach dem Leck immer schwierig. Vor allem, weil Johannes den Leitungsverlauf oft nur erahnen kann, die Pläne nicht kennt und alte Zeichnungen oft nicht mehr stimmen. Um die Suche einzugrenzen, versucht er, das Leck akustisch zu orten. Eben sein ganz persönlicher Streamingdienst mit Playlist. AC/DC höre ich. Nein, das ist ein Elektroakustikgerät, damit ist quasi mein Hörgerät. Und damit kann ich dann verschiedene Geräusche noch mal etwas lauter wahrnehmen. Johannes kann den Bereich inzwischen eingrenzen. Die Demskis selbst hätten es nicht einmal bemerkt, dass sie irgendwo ein Leck haben. Wäre dann nicht die Aufforderung zum Ablesen ihres Zählerstandes gekommen? Die ermitteln ja scheinbar mehr den Durchschnitt. Und da ploppt ein rotes Feld auf und er hat gesagt, viel zu hoch. Ja. Im ersten Moment überlegt man ja erstmal, ne, was hat man anders gemacht letztes Jahr. Wir haben draußen viel mit Wasser auch ein bisschen rumgedallert. Ne? Und dann haben wir gedacht, nee, das ist doch ein bisschen sehr viel. Und dann hat er dann abgedreht und der Wasserzähler lief weiter. Ne, das war dann nicht so schön. Dann machen wir Wasser aus und gucken, ob wir warm von kalt trennen können. Aber jetzt steht hier sogar schon eine ganze Menge Wasser drin. Es ist kalt, das heißt, mein Verdacht, dass es die Kaltwasserversorgung ist, ist hiermit schon mal ein bisschen bestätigt. Für noch mehr Gewissheit drückt er eine Stickstoff-Wasserstoff-Mischung in die Leitung. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber funktioniert. Und wenn jetzt hier irgendwo Wasserstoff austritt, dann riecht es das Ding. Die Wasserstoffmethode zur Lecksuche ist übrigens ungefährlich. So, das Gas kommt hier schon mal an, das ist gut. Die Leckage, inzwischen deutlich zu hören, ist vermutlich nicht weit weg. Die Geräuschkulisse selbst ist ja schon recht groß hier. Aber bei den ganzen Rohren weiß man immer nie, gerade bei einem Altbau, welches ist welches. Ich befürchte, dass ich tatsächlich eine Fliese rausnehmen muss, nebenan im Bad. Das ist ja nun
nicht zu ändern. Welche? Am besten die in der Ecke, ne? Bestenfalls gelingt es Johannes, dass sie ganz bleibt. Denn Ersatz haben die Demskis nicht mehr. So, die Fliese ist schon mal heraus. Das ist gut. Und der Estrich ist fühlbar nass. Aber Johannes ist dem Leck zumindest wieder ein Stück näher. Aber eben noch nicht nah genug. Hier haben wir ihn doch. Wie vermutet, kaltwasserseitig? Kaltwasser? Kaltwasser, ja. Ja, ich drehe mal die Gasbuddel zu und dann können wir mal für ein vernünftiges Foto für die Versicherung nochmal Wasser andrehen. Das Rohr ersetzen darf Johannes nicht. Dort können Sie zumachen. Das muss von einem Fachbetrieb erledigt werden. Ich muss tatsächlich sagen, für eine Schadenminderungsmaßnahme, das Wasser bleibt jetzt aus, bis der Gaswasserinstallateur da war. Hm. Ne? Ich rufe den mal gleich an und dann werden wir sehen, was passiert. Jo. Ob der Zeit hat. Hm? Dann setzen wir uns noch mal kurz an den Tisch. Trotzdem ist das für den Fachmann immer einer der schönsten Momente. Leck gefunden und Auftrag erledigt. Jo, wir bedanken uns recht herzlich. Ich danke auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal sage ich am besten nicht. Ne? Zwischen 345 und 450 Euro kostet so eine Leckortung. Je nach Entfernung. Drei Aufträge sind es heute. Johannes ist einer von vier Leckortern der Firma. Die meisten Termine, die nächsten Tage sind verplant, weil einfach doch sehr viele Wasserschäden da sind und nicht alle auf einmal logischerweise abgearbeitet werden können. Der Notdienst, der hat auch gut zu tun. Der fängt dann bei uns ab 17, 17.30 Uhr an. Wenn dann wirklich Not am Mann ist, dann fährt der auch mal schnell los. In Hildebrandshagen bei Stralsund gibt es übrigens bald eine neue Mitarbeiterin. So. Mal rein. Esse. Sitz. Down. Die Azubine heißt Hazel und ist ein Jahr alt. Und sie soll der erste Schimmelspürhund in Mecklenburg-Vorpommern werden. Such Schimmel. Hat sie den Schimmel gefunden, muss sie ihn später eine Minute lang anzeigen und ausharren können. Mehrmals in der Woche trainieren die Hönnekens mit ihr. Fein, Maus. Super, fein, super. Du hast dann nachher ein Stück Holz, Estrich, Dämmung und so weiter. Das heißt, der Hund muss lernen, diesen Geruch, egal welche Sorte Schimmel das ist, zu finden und anzuzeigen. Weil du ja nie weißt, verdeckter Schimmel, wo ist er jetzt? Hinter der Küchenzeile, hinter der Trockenbauwand, hinterm Schrank und so weiter. Das heißt, der Hund muss es anzeigen, ohne dass du sagst, ich mache jetzt erstmal aus der Wohnung Schweizer Käse, um zu gucken, da finde ich irgendwo was. Der sagt dir genau, da ist es. Ne? Wenn du jetzt Eichendielen wie hier hast, da ist Schimmel drunter, da sagst du nicht, ja, Quadratmeter 500 Euro, lassen wir mal rauskloppen. Oh, war doch kein Schimmel. So, jetzt gucken wir mal an einer anderen Stelle. Vor allem, sie sieht es auch nicht. Hazel, such Schimmel. Hazel, such Schimmel. Im nächsten Winter soll die Spürnase dann erstmals richtig auf Schimmelsuche gehen. Eigentlich sind italienische Lagotto-Hunde als Trüffelspürnasen bekannt. Sie können konzentriert und lange suchen. Und vor allem, sie hart nicht. Ist auch wieder ein Vorteil, dass wir halt auch in Wohnungen rein müssen. Ne? Wir wissen nicht, hat da jemand eine Allergie oder viele möchten auch keine Tiere im Haus haben. Und genau, deswegen ist die Wahl auf eine Lagotto-Hündin gefallen. Saisonale Höhen und Tiefen gibt es nicht. Lediglich die Art der Schäden ist eine andere. Im Sommer sind es mehr Störungen im Außenbereich. Und im Winter kümmern sie sich um Heizungsprobleme und Schimmel. Und vor einem Auftragsmangel muss sich die Branche wohl auch künftig nicht sorgen. Prozentual sind wir in den ostdeutschen Bundesländern jetzt noch niedriger als der Westen, weil die Leitungen im Westen älter sind, haben die prozentual eine höhere Wasserschadensquote. Das kippt aber jetzt. Ne? Also wir ziehen dann irgendwann gleich. Das ist ganz normale Geschichte. Eine Wasserleitung hat eine Lebensdauer und die ist irgendwann dann erreicht und dann passiert es und dann gibt es Leckagen. Des einen, ne, und des anderen freut. Da sind wir.
Schuhe an. Ja, ehrlich? Ehrlich. Na gut, dann behalte ich die Schuhe an, das ist gar kein Problem. Statistisch gesehen hat jeder einmal im Leben einen Wasserschaden. Noch mehr Pech hatte Ute Hoppe, Johannes nächste Kundin. Ich war im Urlaub, ich bin am Sonnabend wieder nach Hause gekommen. Mein Sohn wohnt gleich hier gegenüber und der war immer mal ein bisschen gucken gewesen. Ja, und dann komme ich nach Hause und dann kommt mein Sohn und sagt er, du, ich war gestern in deiner Wohnung und es fängt schon wieder an. Na super. Ja, das ist auch vom letzten Mal so, die Stelle war noch gar nicht richtig abgetrocknet, aber da hieß es immer, das ist noch in der Wand drin. Ja. Aber da kriselt sich ja da oben schon wieder die Farbe. So aber ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ganz schön gewaltig, ne? Ja, geht ja, ja bis hier oben hoch schon. Ja. 12 Wochen ist der erste Wasserschaden her. Die gesamte Wohnung gerade erst renoviert. Und auf der anderen Seite. Ach so, und hier? Wow. Für den ersten Schaden war ein versteckter Rohrbruch genau vor ihrem Schlafzimmer verantwortlich. Und der Schaden heute kann wieder überall liegen. Sehen wir Ihnen nachher mal den Schrank etwas vor. Nicht, dass der noch Schaden davon nimmt, ne? Da können Sie ja vielleicht mal, wie damals hier, das war hier alles hier, ja. Hier hinten, das sah eben... Oha. Die Nerven der Rentnerin liegen blank. Und schon jetzt sind die Folgeschäden des Wassers deutlich. Hier fängt die Wand an auszutrocknen und bringt Bausalze mit an die Oberfläche. Das ist dann der Putz. Der fängt dann an abzubröckeln. Und hier unten haben wir tatsächlich ein bisschen Schimmelbildung drauf. Den werden wir nachher gleich behandeln, sodass der gar nicht groß aussporen kann. Vor allen Dingen, man ist ja, kriegt ja schon eine kleine Klatsche, sag ich mal. Ne? Deswegen ist es diesmal eigentlich noch sehr... wenig im Gegensatz zum letzten Mal. Wieder versucht Johannes mit verschiedenen Messmethoden die Leckage einzugrenzen. Aufgrund des gemessenen Druckabfalls der Kaltwasserleitung kann nur sie die Ursache für den Wasserschaden sein. Jetzt muss Johannes sie nur noch finden. Wieder heißt es Detektivarbeit. Vor allem aber seine Erfahrung, wie eine Leitung verlaufen könnte, hilft ihm oftmals bei der Suche. Ich habe mir erhofft, dass ich dieses typische Rauschen höre. Ich höre auch was, aber das kann auch vom Nachbarn sein. Jetzt müssen wir mal weiter gucken. Vielleicht kommt schon, haben wir schon irgendwo einen Gasaustritt. Da die Fliesen vom letzten Wasserschaden noch nicht wieder richtig verfugt sind, hat das Gas hier die Möglichkeit, schneller rauszukommen. Hier müssen die Leitungsrohre langlaufen. Hier haben wir den höchsten Gasausschlag. Das würde mir auch logisch erscheinen. Das heißt, hier fange ich schon mal an aufzumachen. Nur 2 Meter entfernt von ihrem ersten Wasserschaden blickt Johannes Stück für Stück die Leitungen frei. Das ist eine Warmwasserversorgung. Wird eher Heizung sein. Das ist nicht ganz so kaltes Rohr, vielleicht sogar Rücklauf für die Heizung und das ist entsprechend viel kälter. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es Rohr ist. Das heißt, hier vorne irgendwo muss der nächste Bogen liegen. Das heißt, ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Rund 120 Kilometer weiter südlich in Neubrandenburg. Guten Morgen, hallo. Ein Vermieter hat Sebastian Hünnekens als Sachverständigen bestellt. Er soll herausfinden, warum es in der Wohnung der jungen Familie immer wieder zur Schimmelbildung kommt. Einige Datenlogger haben in den vergangenen 6 Wochen das Nutzungsverhalten der Neubrandenburger aufgezeichnet. Damit wir nachvollziehen können, ist es ein Lüftungsfehler, haben wir irgendwo ein Problem bauphysikalischer Art, um dann zu sagen, was muss gemacht werden, wie müssen wir es machen. Wir gehen jetzt mal Sebastian misst die Luftfeuchtigkeit in der gesamten Wohnung. Hier sehen wir jetzt einen leicht anderen Wert. Hier sind wir jetzt bei 9,4. Jetzt gucken wir einmal mal im Kinderzimmer. Hier verändert er sich nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist in fast allen Räumen zu hoch. Aber den Fenster um herauszufinden, ob das oder doch eher ein Baumangel die Ursache für den Schimmel ist, kommt die Wärmebildkamera zum Einsatz. Denn gerade Wärmebrücken, also Stellen, an denen Wärme ungewollt entweicht, sind deutlich anfälliger für Schimmel. Wir können jetzt erkennen, dass die Ecke sehr kalt ist, also 11,4 Grad. Im Verhältnis zu 26, 27, 28 Grad hier irgendwelche Gegenstände, die auch Wärme reflektieren. Ne? Die Fenster sind nicht das große Problem. Wir haben immer ein Fenster, das hat immer eine leichte Tendenz, kälter zu sein. Aber ich sag mal, wir haben an den Fenstern selber oder an den Fensterfaschen auch keine,
keine Schimmelbildung. Ne, da habt ihr bisher auch noch nie was gehabt. Das ist ja hauptsächlich dezent. Das, was ich wegmache, genau. Kann, mache ich weg. Aber genau. Das ist alles noch... Aber jetzt wohnen hier 5 Personen, die einfach selber schon mal sehr, sehr viel Feuchtigkeit produzieren. Wo man sagt, die muss irgendwo hin. Und dann haben wir Baustoffe, die heute nicht mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Und das ist eben das, wenn ich jetzt heute eine Rauffasertapete sehe, gibt nichts Geileres für Schimmel, ne? Mit der Wärmebildkamera kann er keine wirklichen Probleme als Ursache für den Schimmel ausfindig machen. Hönnekens will jetzt wissen, wie es sich mit der Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften verhält. Manchmal mache ich es auch vor der Schule, dann bin ich eine gute Stunde unterwegs. Du machst 2-mal am Tag Stoßlüften, ne? Wird wahrscheinlich nicht reichen. Also ich sag mal, du wirst wahrscheinlich 3-4 Mal Stoßlüften machen. Also jetzt mal nicht zu Hause. Jetzt mal nee, aber dann lieber kürzer. Ja. Da kann ich auch ehrlich gesagt meinen Kindern gar nichts mieten. Ist ja dann permanent, geht die Luft nach außen, die warme Luft raus. Ja, aber auch, aber man muss, genau, aber du musst auch überlegen, also die warme Luft ja, aber die ist verbraucht. Und eine frische Luft, also eine trockene Luft, erwärmt sich viel, viel schneller. Das heißt, das ist immer so ein Irrglaube, wo die Leute sagen, ja, wenn ich ja mehr lüfte, habe ich mehr Heizung. Das merke ich natürlich auch. Den Habeck-Schimmel, so nennt Sebastian Hönnekens ein ganz neues Phänomen. Hervorgerufen durch die übertriebene Sparsamkeit der Kunden beim Heizen. Und gerade jetzt im Winter machen viele einen noch ganz anderen Fehler. Bei den Temperaturen ist es eben auch wichtig, dass ich nicht sage, ich stelle das Fenster jetzt 2 Stunden auf Kipp. Dann kühlen quasi die Seiten aus und dann kommt die warme, feuchte Luft wieder hin und kondensiert an den kalten Seiten vom Fenster. Und dann kriege ich auch wieder Schimmel. Ursache für den Schimmel ist also ein fehlerhaftes Lüftungsverhalten. Das und auch die Auswertung der Datenaufzeichnung gibt Hönnekens in den kommenden Tagen an den Vermieter weiter. So, 4... Beiden. Alles klar. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Und auch Leckorter Johannes ist ordentlich vorangekommen. Er hat das Leck nach mehr als einer Stunde gefunden. Gut. Man sieht es hier schon mal tropfen. Da ist tatsächlich die Lötverbindung vom Kupferrohr, dann werden wir mal die Mieterin informieren, dass sie hier ein kleines Loch Richtung Küche hat. An dieser Stelle der Einsätze reagieren seine Kunden ganz unterschiedlich. Also gefunden ist es. Ich hinterlasse Ihnen ein kleines Löchchen. Aber Sie haben die Fliesen heil gelassen. Ja, die liegen dort. Das ist ja toll. Da sind sie aber schnell fündig geworden diesmal. Naja, Übung macht den Meister, oder wie sagt man? Gut, also hier haben wir es. Ich mache nochmal eine kleine Schimmelbehandlung. Ich guck noch mal. Auf seine Kundin kommt nun wieder eine Baustelle in den eigenen 4 Wänden zu. Dennoch scheint Udo Hoppe heute ein glücklicher Pechvogel zu sein. Ich muss nicht sagen. Ganz schnelle Hilfe diesmal. Und genau diese Dankbarkeit macht ihre Einsätze so besonders. Und auch morgen sind sie wieder unterwegs. Irgendwo in Vorpommern. Die Leckorter aus der Nähe von Stralsund.